ein Militärfahrzeug. Wir sind schon am nächsten Einsatzort angekommen. So. Okay, Einsatzwagen. Was? Was machen die? Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video sind wir wieder auf Streife in Los Santos und wir sind hier wieder bei unserem Startplatz. Bis jetzt haben wir hier noch keinen Einsatz für erhalten, aber welche, okay. Dann würde ich sagen, warten wir direkt einmal auf den ersten Einsatz und dann schauen wir uns weiter. Ist auch schon, ne? Okay, es gibt hier einen gestohlen oder, okay, zwei Leute oder zwei Personen haben einen Geldtransporter gestohlen und die rasen wahrscheinlich jetzt auf den Highway zu. Das heißt, wir müssen jetzt umgehend stoppen. We're airborne and moving in. Over. So, hier vorne soll, okay, da steht noch einer. Alles klar. So, oh, die Naomi. Na, nur stehen bleiben. Stehen bleiben. Ich glaube, es geht los. Hä? Warum ist denn hier eine Oma dabei? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Wir schicken schon mal hier einen anderen Streifenwagen dem Geldtransporter hinterher. So. Jetzt bleiben sie mal stehen und jetzt schön auf dem Boden. So, sie legen sich jetzt mal schön hin. Okay, sehr schön. Und dann rufen wir für sie meinen Wagen. So. Dann müssen wir jetzt... Oh Gott, den da unten. Okay, ich würde sagen, wir können den hier den Weg abschneiden. Ich weiß nicht. Moment, können wir hier... Ja, wir fahren auf den... Auf die Autobahn drauf. Dann können wir den wahrscheinlich... noch abhalten. Ich weiß halt eben nicht, ob der irgendwo abbiegt, aber wenn nicht, dann haben wir auf jeden Fall schon mal gute Chancen. Wir werden ihn erstmal hier schön den Weg abschneiden. Dazu werden wir noch uns eine Luftunterstützung holen. Da kommt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Militärfahrzeug. Das ist ja richtig schön. Der Geldtransporter ist irgendwie abgehauen, weil und die Luftkräfte nicht kamen, die ich gerufen habe. So. Okay. Ich weiß gerade nicht. Okay, hier vorne. So, schön auf dem Boden. Schön auf dem Boden liegen, sehr schön. Sehr gut. So. Assistance required for a suspect placed under arrest in El Barro Heights. So, da holen wir uns ein paar Informationen über die Frau einmal. Ist sogar gesucht von der Polizei, sehr schön. Alles klar. Da hat wohl schon jemand uns den abtransportiert, wer auch immer. Aber gut. Die Frau ist sichergestellt, die war auch schon vor der... vor dem Call-Out gesucht. Sehr gut, dann haben wir schon mal eine Verbrecherin mehr eingebuchtet. Wir sind schon am nächsten Einsatzort angekommen. Und hier soll es um Feuer gehen. Sehr schön. Da rufen wir doch gleich einmal. Okay. Wir tun mal ein bisschen abseits. Hier parken. So, wir haben schon mal die Feuerkräfte gerufen. Alles klar, so, das Auto kommt. Das ist doch das, so ein Auto, was wir gerade fahren, oder? Doch, ist es, oh Gott. Na gut, das ist aber kein Einsatzwagen. Was? Was machen die? Seid ihr dämlich? Okay. Ah, wahrscheinlich ist das Taktik von denen. Ne? Erstmal das Auto rausrammen,
Das können wir jetzt eh abtransportieren lassen. So, Abschleppwagen. Nein, ich möchte nicht mein Polizeiauto abschleppen. Ich möchte das hier abschleppen. Aber okay, die haben das Feuer gelöscht. Sehr schön. So, kommen die auch noch? Nein, also... Na gut. Dann könnte ich andere darum kümmern. Vielleicht ist auch die Feuerwehr für verantwortlich. Ich weiß es nicht. Aber das Feuer ist auf jeden Fall gelöscht. Das ist immer sehr gut. Dann können wir auch erstmal wieder hier schön in die Stadt fahren. Unser nächster Auftrag oder Anruf kommt von Leuten, die ein gestrandetes Boot gemeldet haben und das hier in unserer Zentrale öffnet. Das sich hier. Ne, dann muss ich mal hier kurz vorbei. So, da vorne. Oh, alles klar, erstmal hier umfahren. Ist ein Boot gestrandet. Okay. Das gehört uns auf jeden Fall schon mal nicht. Das kann ich sagen. Wir haben aber schon auf der Map, dort sehen wir, dass das Boot von einer Person ist, die wahrscheinlich gerade einfach so im Meer rumtreibt. Das heißt, wir müssen dort jetzt auf jeden Fall schnellstmöglich zur Person finden. So, wir haben das Boot lokalisiert. Dort vorne ist es auch. Wurde anscheinend irgendwas falsch durch den Funk gegeben. Vielleicht ist das, keine Ahnung, wie das Boot dann dahin gekommen ist. So, hier ist das Boot ausgefallen. Okay, da haben wir die Person auch schon erstmal sicher. Die werden wir dann erstmal an Land bringen. Wir haben nun das Land hier erreicht. Und so, okay. Dann. Oh, ja. Sie müssen nicht direkt gleich dagegen springen, aber... Ist sie... Muss ich die irgendwie verstehen? Aber okay. So, ja, ins was wollte ich jetzt? Nee, okay. Alles klar. Da wären wir auch schon. So, was mit der Person hier? Wissen wir nicht, so. Okay, vielleicht ist das der Anrufer. Da werden wir mal nachfragen. Hallo? Ah, ah, hallo, hallo, hallo! Was? Ach so. Okay, das ist doch der Anrufer. Okay. Anscheinend. Wo müssen wir hin? Zur Polizeiwache? Okay. Wir haben jetzt eine Gasmaske, wie es scheint, vom Anrufer erhalten. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, was wir hier gerade für einen Einsatz haben, weil direkt neben der Polizeiwache wir gleich hin müssen. So, hier ist es auch gleich schon. Ich bin echt irritiert, was wir jetzt mit einer Gasmaske wollen und warum wir die Person dort unbedingt aufgesammelt haben. Hier vorne ist es auch schon. Okay, hier. Ach so, oh, alles klar. Was? Alles klar, alles klar, alles klar. So. Okay. Oh nein, da sind noch mehr. Oh Gott, bringen Sie sich in Sicherheit. Ich weiß gerade nicht, wo der andere ist. Okay, da sind, ist auch schon Verstärkung. So. Okay, geradeaus. Soll da noch einer sein? Okay, wir haben alle. So, unser Status ist okay. So. Wo ist jetzt die Person hin? Okay, die ist geflüchtet. Komplett weg, alles klar. Wir rufen erstmal hier einen Krankenwagen. Vielleicht kann hier noch jemand gerettet werden. So, hier. Okay, hier. Okay, es wurde ein Feuer gemeldet. Na gut, dafür war gerade keine Zeit. So, wo ist der Krankenwagen?
Da kommt auch schon. Gut, dann können sie mal hier sehen, ob sie noch was retten können. Ja, schön, dass sie mich brauchen, ne? So, sie müssen jetzt hier ein bisschen Arbeit leisten. Wir haben echt viele Patienten hier. Ich würde sagen, wir rufen noch einen zweiten RTW. Ja, ich würde sagen, wir sperren hier sogar schon ein bisschen ab. So. Diesmal ist er. Okay, hier haben wir schon einen. Die können gleich sich auf den Boden legen. Und die Waffe nehmen wir hier natürlich auch. So. Da sind die zweiten. Okay, die Waffe nehme ich auch an mich. So. Genau, da oben liegen auch noch zwei, drei Personen. Hat sich hier gerade was bewegt? Achso, okay, das war schon der andere Rettungssanitäter. Sie können gerne unten warten. Okay, sie machen auch schön die Hände hoch und auf den Boden legen, bitte. So. Für sie rufen auch ein Taxi. So, dann rufen wir noch die Gerichtsmediziner und sie untersuchen wir mal hier. Haben sie irgendwas Gefährliches bei uns? Nur Schlüssel, okay. Sollte jetzt nicht so gefährlich sein. So, bei ihnen ist da was? Da haben wir nichts, okay. Wie sieht's hier oben aus? Okay. Sie bleiben hier, sie kommen uns nicht davon. Schön auf den Boden legen. So. Es ist wahrscheinlich eine Gang hier. So, ich bin noch immer irritiert, was wir jetzt mit dieser Gasmaske sollen. Okay, anscheinend haben wir nichts gefunden. Oder hat es gerade abgebrochen? Ich muss doch mal gucken. Okay, der hatte auch nur Schlüssel dabei. So, die Sanitäter können jetzt erstmal gehen. Die packen auch alles schön mitten quer auf der Straße. Naja. Alles klar. So, was mit den Kollegen da? So, die Gerichtsmediziner tun ihren Job hier schon mal sehr schön. Hier gibt es noch zwei. Ja, sie können auch inzwischen mal... Also echt mal hier, das ist echt ein bisschen unverschämt, muss ich sagen. So, ich park das mal. Hier. Okay, schnell mal aussteigen, bevor ich doch wegen Copyright geclaimt werde hier. Okay. So. Okay, da kommen auch schon die anderen Kollegen. Die werden hier gleich alle mitgenommen. War ein bisschen größerer Einsatz. So, okay, dann wäre hier erstmal alles gesichert. Wir können dort das Schild auch wieder wegnehmen und sie werden alle abtransportiert. Sehr schön. Dann können wir erstmal wieder auf unsere Wache mal das Teil hier abnehmen. Ich verstehe immer noch nicht, was mit diesem Einsatz auf sich hatte, aber na gut. Wenn ihr vielleicht wisst, was hier auf sich hatte, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Unser letzter Einsatz für heute und zwar wurde uns... berichtet, hier gibt es eine Person mit einer Waffe. Okay, okay, okay. Okay, sie wurde angefahren, okay. Sehr schön, schnell, schnell, schnell. So. So, stopp. Stopp. Alles klar, so, wir haben sie sicher. So, tun sie die Waffe fallen lassen, tun sie die Waffe fallen lassen, sofort. Lass sie die Waffe fallen. Sie sollen die Waffe fallen lassen. Die drehen sich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der wollte gerade auf mich schießen. Ey! Waffe fallen lassen, Waffe fallen lassen. So, meine. Auf den Boden, sofort. Was ist denn mit dem? Hat der... Der hat doch irgendwas genommen, ne? Nee, 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 nee.
So nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Beides positiv. Jetzt weiß ich, warum der sich so daneben benimmt. So. Beides positiv. Also. Stopp. Wir mussten jetzt auch mal, oder ich musste jetzt mal den Krankenwagen rufen. Der Herr wollte einfach nicht hören. Der wurde wieder hier ein bisschen frech. Und dann ist eben so geendet. So. Ja, schön, dass sie den retten können. Dann machen sie mal bitte. Ich habe auch meinen Wagen mal umgeparkt. Was wollen die denn alle mit Vice City? So, gibt es da noch irgendwas zu retten? Der Typ war auch echt zugekifft mit Drogen. Also, wenn der noch nicht Alkohol gesoffen hat, dann weiß ich auch nicht, ne? So, wie sieht's jetzt aus? Okay, dann rufen wir das CSI. Dann kümmern die sich um die Leiche. So. Da sind sie auch schon. Wir haben das Glück, dass wir jetzt ziemlich nah an der Wache sind, deshalb sind die auch gleich vor Ort. Ah, die Leute hier können mal wieder nicht warten. Gut, dann kümmern sie sich um den Herren dort. Sie haben mal wieder Ast reingepackt, wie immer natürlich. Ansonsten würde ich sagen, was heute von der Folge von GTA 5 LSPDFA. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns montags, mittwochs, freitags um 15 Uhr. Abonnieren, Glocke aktivieren. Haut rein und ciao, Leute.